Moin Moin aus Gitter. Heute hat der TSV Neuwittenbeck deutlich gegen die Dragons Bonn verloren. Neben mir ist der Kapitän des TSV Neuwittenbeck, Yannick Gries, und der Spieler von den Dragons Bonn, Janosch Kreuzer. Yannick, ihr habt mit 15:4 sehr deutlich verloren. Was sagst du zu dem Spiel? Wie ist das passiert? Warum habt ihr verloren? Ja, grundsätzlich erstmal hat Bonn natürlich ein klasse Spiel gemacht. Die haben Weltklasse-Spieler bei sich in den Reihen spielen können. Und da hatten wir einfach heute nichts entgegenzusetzen. Wir haben es probiert. Letztendlich ist es leider zu so einem nicht schönen Ergebnis von uns gekommen. Nächste Woche spielt ihr hier gegen Hochberg. Was erwartest du von dem Spiel? Von dem Spiel erwarte ich auf jeden Fall eine klare Steigerung unserer Mannschaft. Ich denke, wir sind alle gewillt, in dem Spiel zu zeigen, was wir können. Es ist Pokal, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Aber vor 2 Wochen haben wir schon gespielt gegen diese Hochtaler Mannschaft. Und ich denke, da werden sie bis in 7 Punkte. Und ich denke, das schaffen wir. Alles klar. Ja, Janosch, ihr habt ziemlich stark gespielt. Wie habt ihr euch das Spiel vorbereitet? Dass wir auf die anderen wahrscheinlich mehr angreifen wird als die bisher hat, wie Köln oder FC. Und darauf haben wir, das ist halt unser Spiel, wenn wir mehr Konter fahren können. Wir haben halt viel gelernt in den letzten Jahren, im Gegensatz zu der ersten schon letzte Saison, wenn wir 8-2 verloren haben. Da war es schon bitter für uns. Und ja, darauf haben wir uns einfach aufgezogen, dass wir das auf jeden Fall nochmal wegnehmen. Alles klar. In 3 Wochen spielt für die U19 Nationalmannschaft gegen Dänemark zweimal. Was erwartest du davon? Ich kann Dänemark nicht einschätzen, aber ich hoffe, dass wir gute Spiele machen werden und auch 2 Siegen dieses Trainings. Gut, wir wünschen euch noch viel Erfolg für die Saison und eine gute Heimreise. Alles klar. Und tschüss.